Hallöchen, liebe Leute, was geht und willkommen nach einer langen Weile endlich mal wieder zu einem Video. Es war jetzt nicht nur ein recht kurzes Infovideo, aber immerhin. Ja, falls ihr das Video an dem Tag schaut, wo ich es hochgeladen bzw. veröffentlicht habe, ist es der 24. Dezember und damit richte ich jetzt erstmal ein paar Worte an euch. Im Sinne davon, dass es euch ein wunderschönes Weihnachtsfest wünsche. Ja, also fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, ihr bekommt heute Abend oder morgen früh, je nachdem, wann bei euch das Christkind oder der Weihnachtsmann kommt, viele Geschenke und vor allem freut euch darüber. Eine schöne Wii oder 3DS oder sowas wäre schon nice, ne? Ja, auf jeden Fall einmal fröhliche Weihnachten und des Weiteren, ja, möchte ich jetzt, wie ich schon bekannt gegeben habe, ne, eben Ende Dezember zu neue Informationen bekannt geben, wie es mit meinem Channel weitergehen wird. Und dies werde ich eben in diesem kleinen Info-Video hier jetzt tun. Und ich würde sagen, mit den Worten fangen wir damit nämlich gleich an. Also, am 3. Januar geht's weiter. Und zwar erst damit ein Livestream, der heißt GamerCouch Event, das große Comeback. Der kommt am 3. Januar. Das müsste, lasst mich nicht lügen, ein genau, es ist ja Dienstag, da sind noch Weihnachtsferien, da brauchst du nicht wundern. Um 20.15 Uhr geht's los und da, ja, tun wir schön einiges spielen und so weiter. Ja, also das kann ein bisschen zur Nacht mehr gehen. Wird aber, denke ich mal, auf jeden Fall ganz cool. Und dann an den darauffolgenden Tag, den Mittwoch, das ist dann der 4., geht es dann ganz normal los mit den Let's Play-Projekten. Welche Let's Play-Projekte das sind, werdet ihr noch sehen, aber zum Beispiel Claro, Paper Mario Color Splash wird weitergeführt. Wir werden natürlich auch Super Mario Run machen und dann gibt es noch zwei Überraschungsprojekte, bei denen ihr einfach seht, wenn die anfangen, welche es sind. Das ist so der Plan. Vielleicht ist es aufgefallen, ich habe das Channel-Design, habe ich auch gesagt, mal umgearbeitet, das falsche Wort, erneuert und Playlisten geordnet und so weiter. Ich probiere es wirklich professioneller zu machen, ich habe jetzt auch eine Standard Beschreibung von YouTube-Beschreibung und habe auch immer einen Abspann. Den Abspann könnt ihr jetzt hier in dem Video auch mal am Ende sehen, den neuen Abspann, weil ich ihn auch einfügen werde. Genauso wie ihr in den Beschreibung auch so eine neue Beschreibung sehen könnt. Naja, das auch so mal aus jeden Fall. Ja, und ansonsten, was auch vor, ich glaube, eine Woche oder so veröffentlicht habt, naja, Nintendo hat er bekannt gegeben am 12. Lasst mich jetzt nicht so hier, nicht nochmal lügen. Ich hab grad auch nicht gelogen, aber egal. Genau. 13. Alles kurz. Am 13. Januar tut Nintendo um 5 Uhr in der Früh, ja, die Nintendo Switch, ich sag mal, ja, wirklich, zeigen. Also den Sack rauslassen und die Spiele zum Release und quasi zeigen und alles, das kommt bei uns leider um 5 Uhr in der Früh. Ich darf es als aber trotzdem übertragen. Und da fangen wir Freitag, den 13. um 4 Uhr in der Früh jetzt dann hier den Livestream dazu geben. Darauf konntest du euch auch so mal freuen. Ja, und das war jetzt, wie gesagt, so ein Überblick, was euch einfach so erwartet, wenn es dann weitergeht. Na, wie gewohnt kommen jeden Tag 2 Videos. Es war so anderen Upload-Zeiten, aber dazu werde ich dann mehr bekannt geben am großen GamerCouch Comeback Event. Dieses ist ja, wie gerade erwähnt, am 3. Januar ab 20 Uhr, wie immer, live auf YouTube und auf Twitch. Dazu nachgeschritten gar nicht war zu Twitch, wer da mal hingeschaut hat, auch da gab es Updates. Hab einen neuen Banner, wenn ich offline bin, und hab auch die Beschreibung quasi erneuert mit Links zum YouTube-Channel, Twitter, Instagram und Facebook sind drinne. Und wenn wir jetzt bei Facebook sind, noch ganz kurz, ich werde da genauso aktiv sein wie bei Twitter. Das heißt auf Deutsch, Twitter,
tue es am liebsten nutzen. Und alles, was auf Twitter eben, ich sag mal, bekannt gebe, werde ich auch auf YouTube, auf Facebook quasi teilen. Das ist dann so eine Funktion, die ich machen werde. Das gibt, das kann man machen. Das alles, was ich twittere, auch auf Facebook kommt. Das hat so Sinn. Und das werde ich auch einstellen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch in diesem Info wieder ein bisschen überzeugen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr, was euch so erwartet. Ich wünsche euch dann, wie gesagt, ganz kurz noch, achtet mal, wie gesagt, auf den Abspann. Und ich wünsche euch noch ein schönes Weihnachtsfest, habt ein schöne Weihnachtstage. Und ich wünsche euch jetzt bewusst noch keinen guten Rutsch ins neue Jahr, weil dazu werde ich dann am 31. Dezember nochmal ein Video hochladen, wo es dann immer auch eine Umfrage gibt, welches das beste Display war und so weiter. Ja, also da wird nochmal ein Video kommen. Am 31. Dezember. Das ist dann jetzt das letzte Video für dieses Jahr. Mit dem Warten, danke fürs Zusehen. Ich möchte euch jetzt hier nicht mehr viel Zeit stehlen vom Weihnachtsfest. Dementsprechend macht's gut. Bis zum nächsten Mal.